Servus. So, wie euch der Steven letztes Mal erklärt hat, wird im Sud aus Diner eingemeischt, dann wird es filtriert, dann also geläutert, danach wird es gekocht mit Hopfen. Ja, das stimmt, das hat uns der Steven erklärt. Und eigentlich wollte er uns heute weiter erzählen, aber da wir ihn ja eh nicht finden, sind wir brutal froh, dass du da bist, Braumeister Rudi. Ja, mich freut es natürlich auch, euch wieder einmal in der Brauerei zu sehen. Apropos, dahinter ist der Whirlpool. Super, abgebadet, Mädels. Nein, das ist das nicht. Ein Whirlpool ist da, um das Ganze noch einmal filtrieren. Dann nehmen wir noch einmal Eiweiß und Hopfenrest raus, aus der Würze. Und dann ist das Bier fertig? Nein, noch nicht. Danach geht es da einen Wärmetauscher durch. Das heißt, wir kühlen die Würze von 100 Grad auf 8 Grad Celsius an. 13.000 Liter Bier wird das nachher. Und dann? Das schauen wir uns das nächste Mal an.